Kaputte Fenster, Rollläden, Autodächer und Scheiben. Gestern haben golfballgroße Hagelkörner das Haus von Familie Hofrichter-Kellner in Inning-Stark getroffen. Wir sind vom See zurückgekommen und da hat es ein bisschen geregnet und wir waren unten im Bereich und wir haben oben einen riesen Schlag gehört. Das war der erste Schlag, wo die Scheibe nur ein bisschen angeknackst war. Und dann sind wir hochgerannt und haben nachgeguckt und es sind natürlich alle hinterher. Und als wir oben ankamen, ist die Scheibe komplett in sich eingebrochen. Also es ging dann so schnell los auf einmal von 0 auf 100. Und dann sind wir eigentlich überwiegend oben geblieben, weil wir die Katzen gesucht haben. Und als wir die hatten, sind wir dann runtergegangen und haben einfach geguckt, dass wir alle nicht unterm Dach stehen. Und vor allem, man sieht ja, die Splitter sind bis hier vorgeflogen, dass wir einfach alle nicht getroffen werden. Ich fand es auch ein bisschen angsteinflößend, wie der Hagel da einstößt und das Fenster kaputt ist. Ich hatte Angst, dass was passiert. Für den Onkel endete der Feiertag sogar im Krankenhaus. Ja, ich bin in eine Glasscherbe oben gestiegen bei uns in der Wohnung, wo es die Fensterscheibe zerrissen hat, weil ich nach unseren Katzen schauen wollte und dann bin ich halt rein und bin in eine Glasscherbe gestiegen. Derzeit ist die Familie mit Aufräumarbeiten und der Reparatur beschäftigt. Auch in den Autowerkstätten steht das Telefon nicht mehr still. Alles muss erst inspiziert und danach erneuert werden. Also wir haben es gestern Abend schon gemerkt, wenn die ersten Anrufe bereits in unserem Callcenter in Köln waren, haben wir gemerkt, dass die Terminpläne komplett vollgelaufen sind. Und dann haben wir sehr schnell agiert und haben die Terminpläne nochmal aufgemacht. Wir haben zum Teil schon Kontakt mit Kollegen aus ganz Bayern, zum Teil aus ganz Deutschland aufgenommen, um einfach zusätzliche Kapazitäten zu sichern, um die Kunden dann möglichst schnell zufriedenzustellen, weil die Kunden haben tatsächlich alle zerschlagene Heckscheiben, zerschlagene Frontscheiben und dann ist einfach unser Anspruch da, den Kunden möglichst schnell zu helfen. Für viele Betroffene heißt es jetzt Papierkram erledigen und die Schäden der Versicherung melden. Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern weiß, was dabei zu beachten ist. Ganz wichtig ist, die Versicherung über den Schaden informieren, am besten gleich telefonisch, Sachbearbeiter merken und dann auch die nächsten Schritte vereinbaren, was ist jetzt zu tun. Unabhängig davon sollte man die Schäden dokumentieren, heißt Videos oder Fotos am besten, eine Schadensliste erstellen, was alles beschädigt worden ist. Wenn das gut gemacht ist, kann es sogar sein, dass dann gar kein Gutachter mehr kommen muss, sondern dann auch die Regulierung schneller funktioniert. Und nicht einfach anfangen, beschädigte Sachen wegschmeißen oder Wände einziehen. Für die Region am Ammersee gibt es noch keine Entwarnung. Noch sind die Aufräumarbeiten nicht beendet. Und die nächsten dunklen Wolken ziehen schon wieder auf.